Ein Aufsteller ohne Inhalt. Hier könnte man einen Flyer anbringen. Ein Trinkbecher. Der ist noch gut. Alles ist hier so futuristisch, aber die Kameras wirken sogar auf mich veraltet. Warum nur? Sehen Sie die Zukunft schon heute? Danke, so geht's mir schon den ganzen Tag. Unbestätigt. Sofortige Rückkehr ins Hauptquartier nötig. Nach oben in der Skyloft. Dort ist BJs Büro. Als zwei Leute reingehen, kommt es automatisch zum Gruppensex. Dafür braucht man wohl eine Zugangskarte. Er guckt, als wären seine Gedanken woanders. Hallo, könnt ihr... Und dann? Dann habe ich sie komplett enthüllt. Und dann? Dann habe ich den Ständer rausgeholt. Und dann, und dann, und dann? Dann habe ich sie auf den Ständer gesetzt. Ganz langsam. Oh... Ich musste sie mit beiden Händen packen und immer tiefer drücken. Oh Mann. Ich hoffe, ich kann mir auch bald so eine teure Soundanlage leisten. Hat die Soundanlage auch gute Hupen? Das hier ist ein Fachgespräch zwischen Audiophilen. Ich dachte, das ist mittlerweile legal? Larry, Larry Leffer. Ich habe hier so ein Ding, das mich zutextet. Das will hier irgendwo nach oben zu einem BJ. Was für ein Ding? Moment, ich habe doch gesagt, dass mich... Das hier. Niemand sehen darf. Ist das ein... Das ist doch... Das neue Modell. Der geheime Prototyp. Es ist wunderschön. Vielen Dank für die Blumen. Und jetzt steck mich wieder weg, bevor der Sabba auf mich... Okay, zu spät. Woher... Woher hast du... Wie... Das habe ich in einem Schleimhaufen gefunden. Wie ist der nur dorthin gekommen? Ruhe jetzt! Er soll mich in die Chefetage bringen. Und kein Wort zu irgendwem. Ja, Herrin. Okay, schnell. Da hinten ist der Lift. Hier hast du eine Zugangskarte zur einmaligen Benutzung. Und steck den Prototypen wieder weg. Er guckt, als hätte er überhaupt keine Gedanken. Worauf wartest du noch? Du kannst mit der Zugangskarte den Aufzug nur einmal benutzen. Dafür braucht man wohl eine Zugangskarte. Das ist eine einzige Katastrophe. Wie konnte das passieren? Wir untersuchen noch alles. Aber wir haben das Notsignal empfangen und der Prototyp ist auf dem Weg hierher. Wer hat ihn? Das ist noch unbekannt. Ich will wissen, wer dafür verantwortlich ist. Ich werde ihn hochkant feuern, auf Schadensersatz verklagen. BJ. Und wenn das nochmal passiert, werde ich den ganzen Laden dicht machen. BJ. Was? Ganz ruhig. Der Prototyp ist auf dem Weg hierher. Alles ist für die Präsentation vorbereitet. Es sind nur noch die letzten technischen Details zu klären. Wir sind im Plan. Ja, du hast recht. Ich sollte mich darauf konzentrieren. Hast du den Prototypen?
Hallo, ich bin Larry, Larry Leffer. Hallo Larry, ich bin Faith. Und das, wie du sicher weißt, ist BJ. Jetzt gib endlich den Prototypen her! Faith. Es ist mir eine Freude, dich kennenzulernen, Larry. Es wäre mir eine Freude, wenn du endlich das Ding rausholst. Okay, aber ich muss dich warnen. Er ist ganz schön groß. Stimmt gar nicht. Ich bin das dünnste Modell aller Zeiten. Ach so, du meinst dieses Gerät, das nicht die Klappe hält? Was ist das überhaupt für ein quatschendes Ding? Das ist unser P-Phone. Hast du etwa keins? Nein. Wofür sollte ich so ein Gerät brauchen, das mich die ganze Zeit komisch anlabert? Nun, es ist ein Mobiltelefon, ein Musikspieler, ein revolutionäres Kommunikationsgerät. Verstehst du? Es sind nicht drei Geräte, es ist ein Gerät. Es ist also auch noch schizophren? Irgendwann werde ich euch alle töten. Was? Nichts. Was ist das nochmal für ein Kerl? Du kennst ihn nicht? Nein. Unter welchem Stein hast du gelebt? Genau genommen, unter der Straße. Also, das ist Bill Jobs, der legendäre Gründer und CEO von Prune Incorporated. Und ein Genie. Und natürlich ein Genie. Kann ich dieses Ding für ein Date mit dir eintauschen? Haha, sehr witzig. Moment. Du meinst das ernst? Ich weiß, Frauen sind von meiner rauen sexuellen Ausstrahlung im ersten Moment etwas überfordert. Ja, ich fühle mich tatsächlich ein wenig überfordert. Keine Sorge, das vergeht. Hoffentlich. Kannst du mich jetzt endlich erlösen? Ah, danke. Endlich wieder in vertrauten Händen. Wir müssen den Prototypen durchchecken. Unsere leitende Ingenieurin muss ihn neu kalibrieren. Und dass mir sowas nie wieder passiert. Sonst hat das Konsequenzen. Also, was unser Date angeht... Du bist jedenfalls hartnäckig. Das würde ich jetzt einfach mal als ein Ja interpretieren. Larry, ich habe keine Zeit für Verabredungen. Deswegen treffe ich mich nur über Timber. Timber? Die Dating-App, die wir hier bei Prune entwickeln. Die App, die das Liebesleben aller Menschen revolutioniert hat. Ach, die? Natürlich. Tolle App. Hab direkt zwei davon gekauft. Und nimm's nicht persönlich. Ich glaube nicht, dass dein Profil dort genug Punkte hat. Unter 90 Punkten nehme ich keine Anfrage an. Ich dachte, ich hätte bei dir schon gepunktet. Wenn du meinst. Du hast dir sowieso einen Finderlohn verdient, Larry. Hier, ein Gutschein für ein P-Phone. Den kannst du direkt unten im Laden einlösen. Dann kannst du dir auch Timber installieren. Und wenn ich da 90 Punkte habe, gehst du mit mir aus. Aber natürlich, Larry. 90 Punkte in Timber sind für einen Kerl wie dich doch ein Klacks. Geh nicht weg. Das wird nicht lange dauern. Wo ist dieser jämmerliche Typ denn ausgebuddelt worden? Ich hab hier einen Gutschein für so ein Dings. Zeig mal her. Ja, sieht gut aus. Gib ihm eins. Da, ein brandneues P-Phone. Danke. Auch wenn ich gehört habe, dass sehr bald ein neues Modell erscheint. Und wie schalte ich es ein? Den Knopf gedrückt halten. Okay. Herzlich willkommen zu Ihrem neuen P-Phone. Danke, dass Sie sich für ein Produkt von Prune entschieden haben. Keine Ursache, Kleine. Wie läuft's denn so? Nennen Sie bitte Ihren Namen. Larry Leffer. Registriere Larry Leffer.
Einrichtung abgeschlossen. Und wofür braucht man so ein Ding? Für alles. Wie, für alles? Du bist echt von gestern, oder? Naja. Ist in diesem Teil auch so eine Frau drin? Oh, wenn du möchtest, sind da ganz viele Frauen drin. Das Ding muss ja mehrere Megabyte Speicher haben. Also, dann zeig mir mal, wie das Ding bedient wird. Wie, das weißt du nicht? Ich will nur sicher gehen, dass ihr wisst, wie es geht. Aber natürlich, Larry. Wir helfen dir gern. Angeschaltet hast du's, ja. Und du hast dich auch als Benutzer angelegt. Wisch drüber. Ich hab keinen Putzlappen dabei. Nein, über das Display wischen. Mit dem Finger. Wofür sind die hübschen kleinen Bildchen? Das sind Apps. Was? Ups? Apps. Programme. Ach so. Und wie tippe ich bei denen was ein? Du musst die Tastatur aufrufen. Aber da ist doch gar keine an dem Ding. Die erscheint auch auf dem Bildschirm. Aber der ist doch viel zu klein. Ich glaube, jetzt habe ich alles verstanden. Das bezweifle ich. Kann das Ding auch Telespiele? Nur wenn du auch Lootboxen kaufen willst. Was? Erkläre ich dir, wenn du mir $800 bezahlst. Niemals. Dann ist das sowieso nichts für dich. Wie funktioniert die Frau da drin? Du musst sie aufrufen. Huhu! So doch nicht. Du musst Hallo Pi sagen. Hallo Pi. Ja, Larry? Was kannst du alles? Ich bin eine selbstlernende KI. Je öfter du mit mir interagierst, desto besser verstehe ich dich. Dann wärst du die erste Frau, bei der das funktioniert. Okay, eine wichtige Sache noch. Faith sagte, dass ich Punkte in etwas namens Timber sammeln soll. Kennt ihr das? Wenn du da ankommen willst, brauchst du ein verdammt gutes Profil. Zum Glück verstehen wir was davon, nicht wahr? Wir können dir helfen, ein Profil aufzusetzen, das die Frau nur so anzieht. Super. Allerdings machen wir das nicht bei jedem und brauchen erstmal von dir einen Beweis, dass du ein guter Aufreißer bist. Ihr seid jetzt nicht direkt meine Typen. Nein, sowas doch nicht. Ich hätte gern weiches Toilettenpapier. Hier bei Prune kaufen nur das Billigste. Und das kratzt so. Ich hab doch Neurodermitis und Acne vulgaris am... Du weißt schon. Und was willst du? Was? Hast du keine Ahnung? Die von einem Mädchen. Aber eine gebrauchte. Oh Mann. Ja. Natürlich. Hey, nicht wie du denkst. Ist es doch nicht für mich oder so. Aber wenn du das beschaffen kannst, wissen wir, dass du ein echt geiler Aufreißer bist. Also, ihr wollt... Toilettenpapier, aber es muss weich sein. Ein Unterhöschen, aber gebraucht muss es sein. Geht klar. Völlig normale Sachen, die man in jedem Automat bekommt. Ein Unter kann nur auf der Straße gerufen werden.
Hey, Lefty. Was gibt's, Aaron? Das WLAN eiert wieder rum. Mal up, mal down. So kann ich nicht arbeiten. Techniker ist informiert. Und wann kommt der Techniker? Kann nicht mehr lange dauern. Mach ihm Feuer unterm Hintern. Ich habe für heute eine Show angekündigt.